Ich bin heute hier mit der Österreicherin Lisa Eckert. Sie ist momentan eine der meistdiskutierten deutschsprachigen Kabarettistinnen und Autorinnen. Ist bekannt für ihre schlagfertige Art, die oft auch aneckt und vielleicht ein bisschen für Kontroversen sorgt. Hallo, Frau Eckert. Hallo. Hallo. Frau Eckert, wie viel politische Unkorrektheit darf ein Publikum vertragen? Oder anders gefragt, darf Kunst überhaupt politisch korrekt sein? Kunst glaube ich schon, ob sie dann noch gut ist, weiß ich nicht, aber Humor keinesfalls. Also ich bin mir sicher, schwarzer Humor ist eigentlich, das ist unsinnig, weil Humor ist per se immer schwarz. Also er macht sich immer lustig und er ist immer überheblich. Deswegen kann er etwas nicht zum Tabu erheben, weil er erhebt sich einfach über alles, der Humor. Und es gäbe auch keinen, wenn es nicht dieses Elend gäbe, sei es Sterblichkeit, sei es sonstige Zumutung. Und deswegen gibt es, glaube ich, in meinen Augen keinen korrekten Humor. Das merkt man daran, dass Ihnen auch schon öfters Antisemitismus und Rassismus vorgeworfen wurde. Wie sehen Sie das? Sie wurden ja deswegen auch schon von Veranstaltungen ausgeladen. Vielleicht da irgendwie einen Kommentar dazu. Ich glaube, manche Menschen empfinden heute Lachen grundsätzlich als Provokation, weil sie sagen, in solch ernsten Zeiten ist Lachen, man hat es ja zuletzt beim Laschet gesehen, Lachen ist per se, das ist eine Provokation, weil es nicht, um den schönen Begriff zu benutzen, zeitgemäß scheint. Das sind Menschen, die, ich mache ihnen dafür keinen Vorwurf, aber die halten jede Form von Humor für Schadenfreude. Und das ist natürlich unsinnig, ja, weil Schadenfreude, man lacht ja nicht über etwas, sondern, beziehungsweise man lacht schon über etwas, aber es gibt nicht das Gegenteil. Man muss es so machen. Man leidet unter etwas und man lacht über etwas. Und das kann man nicht vertauschen, ja. Aber manche meinen eben, dass das Leiden heute das Edlere sei. Ist es nicht vielleicht sogar schlimmer, über bestimmte Menschen und Gruppen und Personen keine Witze zu machen? Ich finde schon, ja. Also ich meine, das ist natürlich jetzt auch schon für manche banal, aber das ist für mich Diskriminierung, ja, jemanden auszulassen. Vor allem, weil ich meinen würde, dass sie zu sensibel seien, dass sie was nicht verkraften würden. Das empfände ich persönlich als beleidigend, wenn man mich deswegen irgendwie nicht verhöhnt zu irgendeiner Gelegenheit, als mich da irgendwie anzugreifen. Und ich glaube, ich nehme mir eigentlich nur Figuren oder Gruppen vor, die sehr wohl damit umgehen können. Lisa Eckert ist ja ein Stück weit eine Kunstfigur. Sie heißt ja eigentlich Lisa Lasselsberger. Wie viel steckt in der echten Lisa von Lisa Eckert? Ich habe immer gesagt, dass auf der Bühne ist weitaus echter, obgleich es manchen viel manierierter und künstlicher erscheint. Aber die Figur abseits der Bühne, die ist eigentlich ziemlich blutleer. Die macht ja nichts. Also die schlaft, weil sie sich erholen muss und die isst. Und die, ich muss es zugeben, geht auf die Toilette, so peinlich mir das ist. Und das will ich nicht wahrhaben, dass das echter sein soll als das, was auf der Bühne passiert, was ein bisschen gefeilt ist und was sich seine Worte wohl überlegt hat und nicht einfach nur inkompetent Kontinent dahin brabbelt. Deswegen habe ich nie so recht Freude mit der Kunstfigur bzw. dieser Trennung, weil ich versuche eigentlich alles als Kunst erscheinen zu lassen und das Private so gut es geht im Zaum zu halten und zu zähmen. Weil es so langweilig und alltäglich wirkt, oder? Ja, weil es langweilig ist noch das Beste, aber teilweise wirklich vulgär, also allzu menschlich eben. Und da unterwerfe ich lieber alles dem Regiment der Kunst. Was machen aber solche Kontroversen dann mit Lisa Lasselsberger und nicht mit Lisa Eckert? Geht es einem nahe oder rechnet man ein Stück weit damit? Ja, aber das kränkt beide gleichermaßen, weil natürlich Lisa Eckert hat ihre Texte, hinter denen sie steht. Und das ist ja nicht etwas, was mir passiert ist. Das ist ja nichts, was mir jetzt, wo man mich heimlich belauscht hat und auf Ibiza irgendwas mitgefilmt hat. Das ist ja nicht so. Das sind Nummern, die einige Zensurstellen durchlaufen haben. Und ich habe sie für gut befunden und für korrekt in meinem Sinne und dann gehen sie auf die Bühne. Wenn dann jemand etwas sagt, wo ich meine teilweise mutwillig boshaft ist und das so interpretiert hat, ist das natürlich nicht schön. Also wenn ich jetzt sagen würde, das lässt mich kalt, dann wäre es gelogen. Leute, die so etwas wirklich kalt lässt, ich meine, die sind innerlich komplett verödet. Deswegen, das ist nicht schön, aber wie mir scheint, heute zwangsläufig
der Fall. Also ich nehme es jetzt weniger persönlich, weil ich sehe, es wird gegen so viele ausgeteilt. Manchmal bin ich richtig erleichtert, dass ich mein Päckchen schon abbekommen habe. Jetzt ist das erledigt und es trifft wirklich zu, dieser Spruch, also ist der Ruf erst ruiniert. Ich lebe wirklich ungeniert seither. Ich habe viel weniger Angst, irgendjemanden auf die Füße zu treten, weil ich weiß, wer es so hören will, der hat es schon gehört. Und da man mir bereits das Höchste, also Menschenfeindlichkeit, vorgeworfen hat, denke ich mir auch, sie haben ihr Pulver wirklich verschossen. Und wenn ich jetzt noch hier sitze, dann gehe ich auch nicht mehr weg. Ja. Sie treten ja in Ulm auf mit dem Programm Die Vorteile des Lasters. Welche Laster haben Sie? Zu wenige, denke ich mir mal, manchmal. Ja, also die Völlerei ist natürlich, also das wirkt dann immer ein bisschen wie Koketterie, wenn ich das sage, aber ich bin ja trotzdem sehr verfallen. Und ja, man müsste ihnen allen gleichermaßen frönen. Also ich bin, sagen wir so, die Maßlosigkeit ist heute eine der schwierigsten Laster, finde ich, weil man sieht ja, wie die Leute sie betreiben und es hat oft nichts Lustvolles, wenn ich an All-You-Can-Eat-Buffets denke oder an offene Beziehungen. Das mögen manche für maßlos halten. Ich meine aber, dass es einen groben Qualitätsverlust in der Maßlosigkeit gibt. Und wenn ich dann sage, ich halte gerne Maß, wirkt das extrem lustlos und lustfeindlich, aber ich habe einfach lieber sehr wertige Exzesse und Orgien statt eine eher vulgäre Dauerentgleisung. Haben Laster manchmal auch Vorteile vielleicht? Ich meine schon, ja. Also ich meine schon, dass das Laster die weitaus kreativere Aufgabe ist als die Tugend, der ein gewisser Gehorsam eigen ist und eine Frömmigkeit, die manchmal mit einer gewissen Gedankenlosigkeit einhergeht, aber nicht immer. Also ich muss sagen, ich bin auch zeitgleich ein großer Verfechter der Tugend, weil wenn man das eine verliert, verliert man auch das andere. Ich bin ein sehr treuer Mensch, weil mir der Betrug am Herzen liegt. Und weil ich will, dass meinen Partner zu betrügen auch etwas bedeutet. Und das geht nur, wenn ich grundsätzlich einmal der Treue hinterherlaufe. Und dann gelingt es mir halt manchmal nicht. Aber das kann ich dann nur genießen, wenn ich es grundsätzlich schon befolge. Das Programm gibt es ja schon länger. Jetzt hat es den Zusatz ungenierte Sonderausgabe. Was darf man da erwarten? Dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudere. Ich habe gemerkt, das mögen die Menschen sehr gern. Erst war es mir zuwider, aber anscheinend ist in meiner Darstellung meines Privatlebens doch genug Welthaltigkeit, dass die Leute ein bisschen was Allgemeineres mitnehmen. Und es war ja doch eine interessante Zeit, die letzten zwei Jahre. Und ich wollte das nicht völlig unkommentiert vorbeiziehen lassen, weil ich meine, es gibt ein bisschen was aufzuarbeiten und ich habe sehr viel, sehr Schlichtes gehört, auch von Kollegen über diese Corona-Zeit und dann dachte ich mir, ich würde doch gern meine Sicht der Dinge ein bisschen darlegen und einfach Revue passieren lassen, was geschehen ist. Mhm. Sie sind ja auch unter die Autorinnen gegangen, haben ihren ersten Roman Omama veröffentlicht. Ist es für Sie als studierte Germanistin ein Traum in Erfüllung gegangen oder war das ein Wunsch von Ihnen? Nein, war es eigentlich nicht. Ich muss sagen, Germanistin bin ich noch mit einer gewissen Bescheidenheit geworden und dachte, die Literatur, das reicht mir. Als passiver Leser, ich werde da drinnen aufgehen. Ich habe erst im Studium gemerkt, dass das alles nichts taugt. Also dass die ganzen Monologe, die ich vorsprechen wollte an den Schauspielschulen, dass da nichts dabei ist, was mir gefällt. Und ich dann aus der Not heraus eigentlich eher beschlossen habe, dann spende ich der deutschen Literatur mal wirklich was Wertvolles, was Lustiges und was über die Jahrhunderte hinaus bestehen kann. Was gibt Ihnen das Schreiben, was Ihnen die Bühne nicht gibt? Dass ich nicht zu sehen bin, dass ich mal völlig in den Hintergrund treten kann. Und das ist eben eher mein Kunstverständnis, es ist Selbstentwirklichung. Dass eben dieses Ich, dieser widerwärtig menschliche Kern, dass der mal völlig verschwindet. Und dass es reine Sprache ist, dass es nur letztlich Kunst klingt so hochtrabend, das ist für mich etwas, wonach ich strebe, nicht was ich mache, dass man da damit allein ist. Und ich mir keine Gedanken machen muss während des Schreibens, eben habe ich Lippenstift auf den Zähnen, passt dieses nicht, passt jenes nicht. Nein, da geht es um was Größeres als mich, das gibt es. Aber in Ihrem Buch geht es ja, glaube ich, auch ein Stück weit um Sie oder zumindest um Ihre Kunst, Ihre Figur Lisa Eckhardt. Also ganz rausnehmen tun Sie sich da auch nicht.
Nein, ich glaube, im Buch spiele ich wirklich keine Rolle. Also da geht's, wenn die Leute so wollen, um meine Großmutter, wie viel Gehalt die jetzt von der echten Großmutter hat. Sagen wir so, das hat eigentlich die Frage nach der Autobiografie oder dem Gehalt, das hat meine Großmutter wunderbar beantwortet, indem sie mich gefragt hat, also auf das Buch gezeigt hat und gefragt hat, ob ich da drin die Wahrheit geschrieben habe. Und da hatte sie es schon gelesen. Sie weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Das ist das Schöne an diesem Prozess des Schreibens, dass auch das verschwimmt. Ich habe keine Ahnung, was der Wahrheitsgehalt ist. Und das sollte auch keine Rolle spielen. Frau Eckert, wo soll es für Sie in Zukunft noch hingehen? Was sind die Pläne für die Zukunft? Die Pläne, ich glaube, das hat sie mittlerweile herumgesprochen, sind, dass ich in die Politik gehe und Österreich und Ostdeutschland vereine. Das dauert noch ein bisschen, muss ich zugeben, aber das ist das langfristige Ziel. Ja, ich habe mir diese Präpotenz des Westens lang genug angeschaut und ich denke, das wäre für alle besser. Wünscht sich der Westen scheinbar auch. Ansonsten bis dahin werde ich noch einen Roman veröffentlichen. Der ist jetzt fast fertig. Weniger regional, sondern eher kosmopolit, spielt in Paris, weil ja doch viel Dialekt in meinem alten Roman war und wir gemerkt haben, das eignet sich nicht so, um in 60 Sprachen zu übersetzt zu werden. Aber der neue sollte dann doch der Welthit werden. Gut, dann wünsche ich Ihnen da viel Erfolg. Dankeschön. Danke fürs Gespräch, Frau Eckert. Dankeschön.